Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja, wir hatten in der letzten Folge eine ordentliche Schlacht gehabt hier. Jetzt baue ich uns ein kleines Lagerfeuer. Brauche hier aber noch ein paar Stöcker. Müsste doch irgendwo so ein Totem sein. Da. So, ein Stock, zwei Stöcker. Ja. Ah, es wird wieder hell. Perfekt. Dann können wir die restlichen Toten hier auch noch aufsammeln. So. Und wird eine ordentliche Ausbeute heute. Ich mache eben noch meine Dose hier schnell auf. Ja. Boah, Entschuldigung. Ja, Knochen. Ah, okay. Dann da sind sie. Was wollen wir wieder? Dann haben wir hier noch zwei Tote. Und hier noch ein. So, dann gehen wir noch mal wieder auf die Axt. Das waren jetzt bisher 5 Tote. Dann waren da hinten noch ein paar. Müssen wir gleich auch noch mal schauen, wie viele. Also, erst einmal die Knochenrüstung anziehen. Ah, wieder Knochen. Achso. Ja. Ah, noch ein paar Knochen fehlen. Okay. Können wir die hier auch anziehen und anziehen. Cool. Das können wir wieder ausmachen. Und dann gucken wir mal, wo noch mehr Tote rumliegen. Müssten ja noch ein paar sein. Wir haben schon eine gute Menge ausgeschaltet von denen. Hier haben wir noch eine. Vorne ist noch einer. Dort. Nee. Hier liegt noch einer. Ja, das ist ein Baumstamm. Liegt noch einer.
8 Tote haben wir bisher zusammengezählt. Da ist noch ein Lurch. Also 2 sind entkommen. Oder? Ne, doch nicht da. Liegt noch einer. Also einer ist entkommen. Können wir nicht mehr reinpacken, okay. Ups. Da schauen wir mal um. Vielleicht können wir noch den letzten. Das waren ja 10 Gegner. Ah, da. Ja. 9 von 10 haben wir gekillt. Feuer soll noch ein bisschen weiter brennen, natürlich. Ja, Knochen. Schädel will ich nicht. So, dann. Ah, okay. Ein Knochen fehlt noch für diese Runde. Oder kann es sein, dass vielleicht einer noch im Wasser ist? Irgendwie, irgendwo. Schauen wir uns mal das Wasser ganz genau an. Hm? Hier ist nur eine Schildkröte, okay. Wir waren ja auch ins Wasser gegangen, deswegen... Hätte ja auch sein können, dass auch einer hier ist. So. Anscheinend ja nicht. Und dahin sind sie wieder. Aber 9 von 10 haben wir geschafft. So, ihr tut noch weiter stinken. Und ordentlich am Verwesen hier. So, machen wir es mal wieder. Hoppla. Ja, haben gleich endlich wieder vernünftig Rüstung. Boah, aber ich hätte es echt nicht gedacht, dass wir gegen 10 von denen schaffen, überleben, ey. Einfach mal... 9 von denen ausgeschaltet. Ein einziger Überlebender. Boah, da gibt es wieder Knochen.
Okay. Müssen wir wieder. Mehr Knochen haben die hier jetzt nicht. Okay. Ah, okay. Ein Knochen fehlt noch. Schade. So, legen wir noch den hier drauf. Ja, geil. Wie oft in letzter Zeit Gewitter kommt. Wieder eine Hochphase hier. Kein Fleisch. Mann. Das müsste jetzt aber hoffentlich reichen. Essen ist fertig. Hoppla, da war wieder ein Ruckler. So, wir müssen aber wieder da rüber. Weil uns noch ein bisschen Holz fehlt. So, noch ungefähr 381 Baumstämme. Plus 5 für die Treppe, ja. Die wir hoffentlich dieses Mal richtig gemacht haben. Ja, aber wären wir dieses Mal wieder drauf gegangen, hätte es sein können, dass wir auch vielleicht wieder in einer Höhle landen. So, unseren Wagen müssen wir jetzt auch noch mal von da drüben abholen. Das war's mit dem Feuer, okay. Ich glaube, jetzt wird es erstmal Sinn machen, wenn wir hier vorne das Holz wegnehmen. So, wieder ausgepowert. So, keine Ureinwohner in der Nähe gerade. Komm schon.
Und da fliegt er. Und den Baum nehmen wir auch noch. Ja. Baumfeld. So, den schleppen wir so darüber. Und hops. Muss aber auch sagen, irgendwie hin und wieder diese Kämpfe mit den Ureinwohnern. Bockt echt schon. Klar, ich bin eher hier meiste Zeit nur am Bauen. Manchmal ist das echt schon irgendwie bockt ordentlich. So. Wir essen nochmal was. Hier. Solange es noch regnet, können wir eben was trinken. Holen wir uns nochmal zwei Schildkröten. Erste. Und zweite. Aber echt, was Essen angeht, haben wir es hier eigentlich richtig gut. Sind wir gerade über die Schildkröte gefahren? So, Höcker brauchen wir auch. Na, machen wir die drei Bäume hier. Hallo, ich will den Stein doch. Ah, ich will den Baum klammern. War aber auch in der letzten Folge echt gruselig, wie der eine da auf einmal hinter mir stand und da so am Grummeln war, so. Wir den noch draufpacken? Nee. Haben wir jetzt insgesamt 26 Baumstämme.
Die Sorge, die ich jetzt aber habe, ist, da ich ja jetzt 10 von denen dezimiert habe, was heißt 10, also 9 von denen, dass dann wahrscheinlich schon in der nächsten Zeit die mit hier Thrombosen-Jonas und Muschiklaus und so weiter auftauchen. Jetzt 7, 14, 21 plus 5, 26. Habe ich richtig gezählt oder gerechnet? Und ich glaube nicht, dass ich aber hier den Thrombosen Jonas oder Muschi Klaus oder so, oder wenn beide gleichzeitig angreifen, denen schon gewachsen bin. Mal der Kopfhörer ein bisschen leiser. Die sind schon ordentlich laut bei mir. So, noch mal ein paar Stöcker. Sonnenhut gesammelt. Interessant. Hier geblieben. Diesmal 2 zu viel. Ja. Ist diesmal eine gute Runde, was Holz angeht. Dann heißt es vielleicht noch einmal dahin laufen. Dann haben wir. Haben wir dann das Boot schon voll, dann gleich. Da hinten habe ich schon wieder einen gesehen. Boah, das Regnen feiere ich gerade richtig. Warte mal, wie viele Bäume braucht man noch? 2 Baumstämme und hier nochmal 7, also 9 Baumstämme insgesamt. Okay. Beziehungsweise vielleicht 2 Bäume da abholzen. Und dann passt das schon. Und den hier noch. Boah, der Wind.
Ich fühle mir gerade gar nicht, was da geschrien wurde. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Da rennt wieder jemand. Aber ich hoffe nicht, dass da jetzt wieder hier Thrombosen Jonas Muschiklaus oder so ist. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr wie immer in der nächsten Folge. Ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao.